Nach den jüngsten Ereignissen, wie zum Beispiel den Attentaten in Paris, ist das Thema des friedvollen interkulturellen und interreligiösen Zusammenlebens aktueller denn je, auch in Oberösterreichs Schulen. Weil die Fragen dort aufschlagen, weil dort verunsicherte Schülerinnen und Schüler sind, weil dort verunsicherte Pädagoginnen und Pädagogen sind und auch Eltern, die sich die Frage stellen, ist das bei uns ein Thema, erkennen wir hier zum Beispiel Radikalisierungen und was können wir hier anbieten? Und deswegen war es uns so wichtig, dass wir eine Anlaufstelle schaffen, dass wir einen Experten nach Oberösterreich holen, der hier wirklich profunde Kenntnisse hat rund um dieses Thema. Unterstützung soll das Zentrum für interreligiöses Lernen, Migrationspädagogik und Mehrsprachigkeit, kurz ZIMT, von der BH der Diözese Linz leisten. Also diese drei Themenfelder werden intensiv bearbeitet, sind Konzepte erarbeitet worden, es wird geforscht zu diesen drei Themenfeldern und diese drei Themenfelder gehen jetzt auch in die neuen Curricula hinein. Das ist das eine. Und das andere ist, dass wir auch im Fort-Weiterbildungsbereich Lehrgänge anbieten für die Lehrer und Lehrerinnen, Sonderpädagogen, Kindergartenpädagogen und Pädagoginnen, um natürlich hier auch die Lehrer und Lehrer, die vor Ort sind, in den Schulen draußen sind, dass die auch entsprechendes Know-how da vermittelt kriegen. Mit Moussa Al-Hassan Diaw wurde das Team von ZIMT mit einem renommierten Fachexperten verstärkt, um die vielseitigen Aufgabenstellungen abdecken zu können. Bei uns gibt es verschiedene Schienen. Eine ist auf jeden Fall ganz konkret das, was jetzt momentan eben sehr präsent ist, also wo es um das Phänomen Dschihadismus geht, um die sogenannte politische Salafia, politischer Extremismus. Das ist die eine Sache. Das andere sind eben die interkulturellen, interreligiösen Kompetenzen, die es auch geben soll für Lehrkräfte, aber eben auch für Schüler und Schülerinnen, die zusätzlich neben diesem Angebot ebenfalls vermittelt werden sollen. Und konkret eben, wenn es Anlassfälle gibt, Interventionsgespräche zu führen und jemanden, der tatsächlich schon radikalisiert sein könnte oder jemand, Dame, Bursch, wie auch immer, dass man da konkret dann eben auch eingreifen kann. Viele der Angebote starten bereits ab sofort. Alle Infos finden Sie auf der Homepage der Pädagogischen Hochschule der Diözese Linz.